Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Sparta. Ja, wir sind letztes Mal hier mit der zweiten Armee angekommen. Und wir sind mit der ersten Armee hier hingekommen. Und hier, also wir haben jetzt mit Galatien Krieg angefangen und Schnubbeldibub sind hier zwei Fullstack-Armeen. Das ist nicht ganz so klasse. Aber in Ordnung, sag ich mal. Wir haben hier eine ziemlich kleine Garnison. Der hat mindestens 5, wahrscheinlich 6 Legionäre. Die sind gar nicht so bad. Die sind gar nicht bad. Wie sieht es denn hier aus? Okay, also ja, ich muss mit der Armee hier bleiben, weil wenn ich nach oben gehe, ist der platt. Also die Stadt ist dann platt. Und die da könnte ich vielleicht, ja, nee, die kann ich verteidigen. Hier oben. Muss ich mal kurz schauen, was die Ikener so auf dem Kasten haben. Okay. Die kann ich auf jeden Fall dann nächste Runde einnehmen. Die da werden, also hier brauche ich wahrscheinlich beide Legionen, um die einzunehmen. Hier kommt noch die dritte, aber die, ja, die werde ich eigentlich nicht brauchen. Nee, die brauche ich nicht. Genau, mit denen habe ich ja letztens einen Nicht-Angriffspakt. Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch, Kriecherei und Nettigkeiten bekommen mir nicht gut. Habe ich mit, ja, da habe ich aus Versehen angenommen. Das ist ein bisschen blöd. Da war ich ja wieder so schnell mit den Klicken. Okay. Wie sieht's hier aus? Nicht ganz so gut. Was ist hier nochmal passiert? Ah, war das diese. Ah, das war diese Riesenschlacht, ne? Da werde ich mal zurückgehen und mich hier wieder regenerieren. 3 Runden. Und dann gehe ich hier hin. Okay. Hier das da. Ein bisschen klauen. Der bekommt nichts. Der bekommt auch nichts. Und fährst du? Du fährst nach da. So. Mal kurz schauen. Ist eigentlich alles normal. Könnte auch ein Imperium jetzt machen, glaube ich, oder? Imperium. Ja, wobei, nee, mache ich nicht, weil Sparta war ja ein Königreich. Auch wenn, wäre eigentlich ganz interessant, was passiert wäre, wenn Sparta wirklich groß geworden wäre. Also sich weiter ausgebreitet hätte. Der weiß nicht, ob er das machen soll oder nicht. Okay, macht er nicht. ich glaube, der will Iskra wiederholen. Genau, was passiert wäre, wenn Sparta eben groß geworden wäre, wie Makedonien oder Ägypten und so weiter. Also das wäre echt spannend.
wäre echt spannend, weil ich glaube, so wie sie es sich aufgebaut haben, hätten die es nie geschafft, oder beziehungsweise haben sie ja auch nicht geschafft. Genau, aber die Frage wäre, was die verändert hätten. Wären sie so groß geworden? Also macht das irgendwie Sinn? Ich weiß es nicht. Okay, Pontos. Okay, die Frage ist, was er hier will. Könnte sein, dass er mir, also er will quasi. Und was passiert hier? Der will quasi mich davon abhalten, das zu einzunehmen, weil sonst nimmt er das da ein, aber das ist mir ja egal. Dann komme ich nächste Runde wieder. Und ich glaube nicht, dass er jetzt mir den Krieg erklärt. Aber an sich müsste er das eigentlich machen, ne? Das ist echt lustig. An sich sind die beiden so die einzigen, die wirklich Sinn machen. Ja, okay, der da macht auch noch Sinn. Ja, also die anderen machen halt Sinn, wenn man wenn man wirklich auf Agenten geht, also beziehungsweise den Helden dann beziehungsweise den Streiter dann offensiv einteilen will oder einsetzen will und nicht für eine Begleitarmee. So, genau, mit dem bin ich gelaufen. Die da müssen sich noch aufheilen. Weil das, ja, nächste Runde kann ich schon angreifen. Ich will mal kurz schauen, wo die sind. Also, wo schicke ich den hin? Die sind eigentlich richtig, richtig strong. Bis die irgendwie in Richtung, ja. An sich muss ich die da nach da schicken, weil da habe ich gerade keine Armee. Aber hier habe ich eine Armee, ja. Hier habe ich zwei. Hier zwei. Zwei reichen eigentlich. Also klar, der hatte viele gute Einheiten auch, also die Ikena. Vor allem Fernkämpfer sind echt die Achillesferse von uns. Aber zwei müssten eigentlich reichen. Also mit drei ist es ein bisschen langweilig. Wobei die jetzt darüber zu schicken ist auch langweilig. Ich wollte hier unten noch was. Aber momentan ist hier eine. Da eine. Da eine. Und dann hier zwei und hier eine. Ich habe nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Echt? Ich habe nur 6 Armeen. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Interessant. Okay. Ja, dann machen wir es mal safe. Nein. Nee, wir machen uns nicht safe.
komm. Die marschieren mal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Runden. Die Armen. Die müssen jetzt zu Fuß durch ganz Europa mit Gewaltmarsch und ja. Gut, das klingt doch interessant. Also, die haben schon ein bisschen gelitten, weil sie in der Wüste waren. Hier 1, 2, 3, 4 Fernkämpfer. Die galaktischen Plünderer, die können eigentlich nichts. Legionäre 2, 4, 6. Bei Herbanner, okay. Und hier 1, 2, 3. Ja, das ist easy. Wir werden uns wahrscheinlich wieder einbunkern. Wobei, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, wobei einbunkern ist halt so. Und wir stehen da auf dem Hügel, also ja. Einbunkern it is. Ja, okay, so ein krasser Hügel ist das gar nicht. Aber ein bisschen. Das da wird auch schon ein bisschen als Hügel gezählt. Also das da ist ein Hügel. Naja, egal. Ist ja auch wurscht. So. Ich werde mal in die Ecke gehen. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich gehe mal hier so hin. Ja, das ist immer ein bisschen problematisch. Vorspulen. Ist halt ein bisschen fies. Also ja, die Taktik ist halt wirklich ein bisschen gemein, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, das ist so für die für uns als jetzt Spartaner ist das halt also die beste Taktik. Gegen eine Streitmacht. Die jetzt nicht besser ausgerüstet, aber ja, mehr Leute hat. Das waren, glaube ich, auch wieder 5000 gegen 3000, ne? Ah, ja. Wir stechen ihnen mitten ins Herz. Ist aber zu Kampf bereit. Die haben jetzt ein bisschen gebraucht, um das zu machen. Wir erwarten eure Befehle. So, oh, das ist ein krasser General. Aber der General muss eigentlich sterben, ne? Der ist eigentlich zu krass.
Der General muss sterben. Dann hole ich den mal hier. Hier hin. Der muss eigentlich sterben, der General. Das ist ein unglaublich guter. Aber ja. Ist von einer anderen Family. So, der hat jetzt ein schwaches Zentrum und eine sehr, sehr starke rechte Flanke, also von ihm aus gesehen die rechte Flanke, was sehr interessant ist. Spannend auch, dass er nicht die... Dass er nicht die den General fokussiert. General! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Geschosse! Bereit! Irgendwie sind die ein bisschen langsam vom Begriff, habe ich so das Gefühl. Unser General wird angegriffen. Ja, schön. Irgendwie scheint es so, als hätte ich irgendwie Probleme mit dem Internet, weil so der Verzug ist echt nicht ganz so geil. Echt gerade sehr, sehr seltsam. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Der fokussiert wirklich meinen General, was cool ist. Also spannend. Die Krieger wollen Blut. Jetzt! So, fokussiert mal den. Unser General ist gefallen. Oh nein. So, jetzt fokussiere ich mal die Fernkämpfer. Sehr schön. Alter. Also meine Fernkämpfer sind schon krass. Du kannst mal hier angreifen. Die Krieger wollen Blut.
das war's jetzt mit den Fernkämpfern. Meine sind halt besser. So. Jetzt räum mal hier auf hier. Mach mal Dampf. Und ihr haut jetzt auf den feindlichen General. Und was macht ihr da? Richtig, ihr macht gar nichts. Sehr schön. Schön aufrollen. Okay, du kümmerst dich mal um den. Okay, jetzt kommt ihr auch dahin. Ist sehr gut. Rollt mal hier hoch. Befehle, Kommandant. Pikeniere erwarten eure Befehle. Spartanische Piken. Verstanden. Wie ihr Befehl. Tödliche Geschosse bereit. So. Der da ist halt jetzt ein bisschen angeknackst, der geht mal komplett zurück. Hä? Das ist ein Bug, ne? Mein General ist doch tot. Hä? Wieso konnte mein General... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kommandant! Schwere, bereit! Wir erwarten eure Befehle. Bereit zum Einsatz! Bereit! Bereit zum Einsatz! Eure Befehle? Greift ihre Positionen an! Ja, Kommandant! Sehr schön. So, schön eingekesselt. Ja, das ist jetzt aber nicht gut. Mach zu. Wir dürfen da nicht raus. Dürfen dann nicht. Ja, das ist ja jetzt gemein. Ist ja gemein. Noch ein bisschen auf. Noch ein paar aufgehalten. Verlust 656. 656, 605 meine ich. Ja. War eigentlich ziemlich einfach. Meine Bogenschützen sind halt. Also allgemein Fernkämpfer sind echt krass. So, ja. Mache ich mal Versklaven, weil Geld brauche ich nicht. Ja, okay, da
Der rote Falter? Die Sonne verdunkelt sich, wenn eure Armeen durch unsere Länder marschieren. Apollon ist besorgt. Eure Armeen müssen gehen. Du weißt schon, dass wir militärisches Bündnis haben? Weil ich unzuverlässig bin. Ach. Ja, da machen die oftmals Sturm hat lange genug. Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen. So, die 501. bekommt einen neuen General. Wie wär's mit dem? Sehr schön. Fernhafter Tod. Ah, der belagert die jetzt. Interesting. 13. Nun, das ist Kacke. Hat viel getan. Okay, das ist in Ordnung, was da passiert. Hier oben. Ja. Frage ist, wann wir weitermachen können. Okay, der wird uns angreifen, glaube ich. Aber die ist Nisa, ey. Ich und die Namen hier. Okay. Du machst mal den aus. Eigentlich wollte ich hier, dass da noch immer der Tradition bekommt. Hat er was gemacht? Kann mich nicht dran erinnern. Gut. Aber es ist schon wieder soweit. Ja, wir machen Schluss. Also hier, die muss ich regenerieren. Dann würde ich nach, hier weiter marschieren. Libya kann noch eine Weile ohne uns aushalten. Da werde ich nächste oder übernächste Folge einnehmen. Und ja, Britannia werden wir dann nächste Folge angreifen. Genau. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye.